Seit Anfang November laufen die Proben in Hamburg und Düsseldorf auf Hochtouren. Die Ketz-Darsteller trainieren 6-mal die Woche, etwa 8 Stunden am Tag. Eine der erfahrensten Tänzerinnen des Ensembles ist die Italienerin Barbara Tartaglia. Hallo, ich bin die Barbara Tartaglia. Ich spiele die Rolle der Jelly Lauren. Und heute haben wir einen sehr besonderen Probentag und ich möchte gerne euch zeigen. Komm mal mit! Schon in den Proben müssen die Darsteller Höchstleistung zeigen. Denn längst vor der eigentlichen Premiere des Musicals am 6. Januar ist das Medieninteresse groß. Es ist immer wieder eine Freude für mich, diese Choreografie zu tanzen. Und nur der Gedanke, jetzt bald in den Kostüm zu gehen, eine Perücke und Make-up. Es ist eine tolle Truppe, wirklich. Und wir haben wirklich Spaß miteinander. Insgesamt 21 Tänze und Lieder müssen die Darsteller innerhalb von nur 8 Wochen fehlerfrei einstudieren. Immer unter der Aufsicht von der Regisseurin des Musicals, Christine Cartwright. Doch nicht nur die Darsteller bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Hinter der Bühne laufen die Vorbereitungen bereits seit September. Also, liebe Leute, ich würde euch gerne zeigen, was hinter unserem Probenraum passiert. Und zwar eine Menge. Kostüme, Maske, Garderobe, alles. Komm! Also hier sind wir zum Beispiel, wir haben einen sehr kleinen Teil von unseren Kostümen. Und das zum Beispiel ist eine Siamese. Das ist, glaube ich, Mango Jerry. Ja, stimmt. Und das ist meine. Weiter geht es in die Maske. Hier lernen die Darsteller nicht nur sich zu schminken, sondern sehen auch, wie viel Arbeit in einer Perücke steckt. Hier für mich passiert der Wunder, ne? Und das ist, wo wir wirklich uns verwandeln in die Katze, weil da hier ist Make-up und Perücke. Und wenn man das oben drauf hat, dann ist man hundertprozentig eine Katze. Sie näht gerade die Perücke von Grisabella jetzt und da ist die Perücke von Jelly zum Beispiel, meine Perücke. So werde ich dann aussehen. Guck mal. Tü-tü. Und jetzt folge mir bitte in die Kostümabteilung. Hallo Mario, Lulli. Willkommen in Hamburg. Ja, danke. Zu sehen ist hier nur eine kleine Auswahl der insgesamt 600 Katzenverkleidungen. Unter anderem auch das Lieblingskostüm von Barbara. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Etwa 20 Kilo wiegt allein dieses Kostüm. Eine echte Herausforderung auf der Bühne, trotzdem geschmeidig wie eine Katze zu wirken. Für die Darsteller dennoch eine reine Übungssache. Die Probenphase finde ich immer die beste Phase für mich, wo man sich eigentlich kennenlernt mit der Gruppe und dann die Maske, Garderobe, Requisiten, alles wird zusammenkommen und das ist natürlich der aufregendste Moment für mich, weil es ist die kreative Phase. Viel Zeit, um hinter den Kulissen Freundschaften zu schließen, bleibt den Darstellern aber nicht. Ein straffer Zeitplan bestimmt die Proben. Denn schon ab dem 28. Dezember dürfen wir wieder den berühmten Melodien des beliebten Musicals lauschen. Bereits jetzt wurde die Spielzeit in Hamburg wegen der großen Nachfrage um 2 Wochen verlängert. Die Vorfreude auf die Rückkehr der Katzen ist